Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder eine ganz einfache Bastelidee. Und zwar basteln wir heute diese süßen Kätzchen. Das ist eine wunderschöne Geschenkidee, um Schleifenband zu verschenken oder hier einfach nur als Aufbewahrung. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gebastelt habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Ich beginne zuallererst mit meiner Skizze. Die mache ich auf einem Papier mit dem Maß von 8 x 10 cm. Ich nehme mir dazu jetzt ein Lineal und zeichne mir 6 cm als kleine Markierung hier an. Das mache ich unten und oben, um das beides mit dem Lineal dann zu verbinden. Jetzt kann ich hier mit meiner Skizze loslegen und das Kätzchen aufzeichnen. Im Anschluss schneide ich sie ringsherum einmal aus. Nachdem ich das jetzt ausgeschnitten habe, ist jetzt meine Schablone fertig und dann kann ich sie auch gleich mal nehmen und auf einen weißen Farbkarton hier drauflegen und einmal mit dem Bleistift ringsherum gehen. Jetzt wird auch diese ausgeschnitten. Wir haben jetzt hier einmal eine Katze in weißem Farbkarton und die Schablone. Zusätzlich benötigen wir von einem Musterpapierblock die Rückseite. Das ist dieser stabile Karton, auf den habe ich es jetzt abgesehen. Und ja, da drauf wird jetzt die Schablone nochmal übertragen. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich das mache. Ja, der Farbkarton allein ist einfach zu labbrig für unser Vorhaben. Wir wollen ja nachher das Schleifenband drumherum wickeln und da ist es viel besser, wenn es so schön stabil ist. Jetzt schneiden wir auch diesen nochmal komplett aus und ja, dann haben wir jetzt also einen weißen Farbkarton, einmal eine Pappe. Und wir brauchen noch was für die Rückseite, die will ich nämlich nachher auch gestalten und deswegen übertrage ich meine Schablone nochmal auf weißem Farbkarton und schneide das anschließend auch nochmal aus. Am Anfang meines Videos, da habt ihr bestimmt gesehen, dass ich nicht nur eine Katze gebastelt habe, sondern insgesamt drei unterschiedliche Katzen. Hier also noch in Braun und in Grau, die mache ich hier separat auch nochmal fertig. Wir müssten jetzt pro Katze drei Teile haben, das heißt also zwei Farbkartons und einen stabilen Karton. Auf diesen stabilen Karton geben wir auf die Vorderseite einen Farbkarton drauf, den kleben wir jetzt passend genau drauf, das ist ganz wichtig. Und auf die Rückseite auch passend genau den zweiten Farbkarton. Wenn euch nach dem Aufkleben auffällt, dass hier noch so ein paar Stellen rüberschauen, dann könnt ihr sie mit der Schere ganz einfach säuberlich hier wegschneiden. Damit wir später unser Schleifenband hier auf eine bestimmte Stelle begrenzen können, habe ich eine Markierung gesetzt auf 1 cm und auf 5 cm von unten gesehen. Und nun können wir unsere Kätzchen hier genau aufzeichnen. Ich habe mir erstmal einen Bleistift geschnappt, schon mal alles vorgezeichnet und im Anschluss bin ich mit einem Feinliner rüber und ein bisschen Farbe sollten sie natürlich hier auch bekommen. Die vier Markierungen für das Schleifenband, die schneide ich jetzt mit der Schere etwa 1 bis 2 cm ein. So sieht jetzt mein Kätzchen aus und nun können wir starten mit unserem Schleifenband. Das machen wir hier auf einer Seite einmal ja, an dieser Einkerbung hier fest und dann können wir es drumherum wickeln und zum Schluss, da nehmen wir das Ende und stecken es einfach durch die anderen Schleifenbänder. Fertig ist jetzt also Katze Nummer 1 und sieht ihr nicht zuckersüß aus? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr zu meinen Kätzchen sagt.
Ja, jetzt können wir gleich weitermachen mit Katze Nummer 2 und da habe ich mir was ganz Lustiges überlegt. Und zwar ist es hier ein Grumpy Cat und meine Grumpy Katze, die bekommt jetzt hier ein Herz von mir und zwar fürs Bäuchlein. Auch dieses Kätzchen bekommt jetzt von mir ein wunderschönes Schleifenband. Jetzt ist Nummer 3 an der Reihe. Da habe ich mir so ein schönes, einfaches Muster hier überlegt. Und ja, da kommt jetzt auch noch mal ein wunderschönes Schleifenband dran. Eins fehlt jetzt noch, zumindest für 2 der 3 Katzen, und zwar der rosane Teil. Und den zeichne ich mir auf Farbkarton auf, schneide das Ganze aus und klebe es dann auf meine Kätzchen. Zum Abschluss zeige ich euch nochmal alle 3 Katzen hier von vorn und von der Rückseite. Ja, das hat wieder riesigen Spaß gemacht hier, das Ganze zu basteln, zu zeichnen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es so ist, lasst gern ein Däumchen nach oben da und lasst auch ein Abo da, damit ihr nichts hier auf meinem Kanal verpasst. Ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Bastelwelt. Tschüss!